Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun und noch die schöne Runde am Samstag. Endlich Feierabend, einkaufen war ich auch schon und jetzt kann's endlich losgehen. Erstmal den Hund streicheln und dann gucken, was machen wir heute? Oh, Distanz, ein Zug gefahren, oh, Drinks bestellt, Eichhörnchen gesammelt, okay, Hähne gehäutet. Ja, das sind so Fleißaufgaben, ha? Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Und steht von New Hanover abge... Oh Gott. Ja, mit dem Verstärkenlasser, okay. Und Kopfgeld mit mindestens einem Truppmitglied. Das wird ja nix. Distanz mit dem Lieferwagen. Große Tierkadaver gespendet. Und mittelgroße Tierkadaver. Münzen gefunden. Sammlerstücke mit dem Detektor. Okay, das ist ja hier quasi eins. Und, ah, die Vogeleier. Geld verdienen, giftigen Schwarzgebrannten hergestellt und 18 Pullen abgeliefert. Tiere fotografieren mit Pheromon, Tantonika. Ja, dann. Hauen wir mal rein. Ja? Ah, schnabulieren wir mal in den ersten. So. Haben wir hier schon irgendwelche Viehzeug rum? Ich höre doch was. Da hinten haben wir doch schon mittelgroße Tierkadaver hier. Oh. Falsche Munition. Ja, dann. Aufwecken war noch nicht. So. Können wir das doch schon mal einsammeln hier. Wenn das Pferd kommt. War hier noch irgendwo eins? Da hinten läuft's. Ja, muss man auch dran machen, ne? Dann mache ich doch erstmal hier die Fleißaufgaben. Hier flüchtet es. Aber ist die Waffe nicht in Ordnung? Doch. Ja. Dann bin ich nicht in Ordnung, ne? So, ein bisschen spät dran für den Samstag, aber was soll's. Dafür habe ich mir dabei geholt. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Hat nichts zu tun. Woran liegt das? Easy there. Okay, wir müssen erstmal Geld verdienen. Supplies are good. I'm a happy man. I suppose this will do. Dann machen wir das mal. Dann kann er auch weiterarbeiten, ne? Self-sufficient, answering to no one. We are making something of ourselves. Now this might even put a smile on your face. It's time to make a sale. I've found some buyers locally. Not the highest price, but easy money. And I'll take easy over hard any day. Dann wollen wir mal. Ich stehe ja komplett falsch von mir. Ja, das Pferd will auch noch nicht so, das ist... So, Knarre raus und los geht's. Mal gucken, ob wir da... Ah, vielleicht finden wir da direkt ein paar Eichhörnchen, ne? Oh, hier rechts ist irgendwo ein Pflänzchen. Zumindest gerade gehört. Aber jetzt wird erstmals Geld verdient. Aufpassen. Ich habe schon mal so einen Wagen hier umgekippt. Das war richtig Theater. Oh, da kommen die Gegner schon. Da rücken sie an.
mich hier echt super intelligent hingestellt, ne? Was ist er denn? Ja, das hat gut geklappt hier. Ach komm. Das wird schon schief gehen. Nun gut, wenn die uns jetzt verfolgen, dann haben wir vermutlich Glück. Dass wir dann da hinten ja keine Ballerei haben. Jetzt mal alle sehe. Wie das war's an Gegnern, kommt sonst keiner. Das ist ja selten. Ja, aber nun gut, ne? Kann mich auch nicht beschweren hier. So, Kohle verdient. So, jetzt hier mal umgucken, was rennt da rum. Das sind nur Hasen, ne? Ja. Aber gut. Mittlere Tierkadaver sind mittlere Tierkadaver, da ist spielt keine Rolle. Nehmen wir mit. Was sind hier nicht manchmal Eichhörnchen? Da. Oh, schon mal eins. Zieh dir die Augen auf. Auch noch mit, zumindest das Fell bzw. den Dachspelz hier. Oh, was habe ich denn noch für Sammlerstücke offen? Wo und warum überhaupt? Ah, Wildblumen. Dann grasen wir das auch gleich mal eben ab. Aber jetzt noch so ein Eichhörnchen hier. Eins noch kommt. Oder hier. Hier sind doch immer welche. Klar, heute nicht, ne? Hähnchen brauche ich auch nicht. Ach, wisst ihr was? Eins haben wir ja schon mal, wird uns noch irgendwo ein zweites über den Weg laufen. Dann erstmal eben zurück.
Und dann checken wir mal. Ich hatte gehofft, dass ich schon Vorräte bestellen kann. Guess beggars can't be choosers. Gut, dann bleiben wir hier erst in der Nähe, damit wir da gleich was bestellen können. Dann geht's erstmal hier hoch. Und dann gucken wir mal, ob hier oben ein Hähnchen ist. Da ist es nämlich. Dann können wir jetzt die Vorräte bestellen, dann kann er nachher weiterarbeiten. Tja, hier ist ja manchmal auch irgendwie so ein Eichhörnchen. Und hier hoffentlich ein Hahn dabei. Jawohl. Huhn, da ist er. Da. So, giftigen Schwarzgebrannten können wir auch mal wegwerfen. Was ich hier alle habe, ne? Hab ich keinen. Giftiger Schwarzgebrannter, 8 Stück, da ist er doch. Hier getötet, gibt ein Minus. Checken wir mal eben dahin, ob wir da noch irgendwie ein Hörnchen finden. Oder was zum Ausbuddeln. Na, nicht so schönes Wetter hier. Aber auf jeden Fall ist hier was zum Buddeln. Hier sitzt sonst immer ein Hörnchen, ne? Nur heute nicht, klar. Oh, was läuft da weg? Okay. Macht aber nichts, nehmen wir auch noch mit. Vielleicht am Wetter, ne? Es kann Hörnchenwetter heute. Aber hier muss doch noch irgendwo ein so ein Hörnchen rumlaufen. Das kann doch nicht sein. Oh. Nur große Viecher. Keine Hörnchen. Ah, okay. Ist hier unten. Ja, ja, der legendäre Bär, der wird uns da nicht weglaufen, glaube ich. Jetzt holen wir uns erstmal das hier. Und derweil kann ich mal eben gucken. Naturkundler, legendäre Tiere fotografiert. Ja, können wir ja versuchen. So, hier untersuchen. Und zusehen, dass wir da zur Hütte kommen, ne?
wenn er nicht aus der falschen Richtung kommt. Und er kommt aus der falschen Richtung, glaube ich, ne? Ah, das funktioniert dann nicht. Doch. Warum kann ich hier die Kamera nicht nehmen? Jetzt würde es gehen. Oder bin ich jetzt zu mutig hier? Ja, soll er wohl gleich weg sein, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe auch gar keine Lust, da hinterher zu pfeffern. Aha, Hörnchen satt. Das ist ja der eigentliche Grund unseres Besuchs hier, oder? So. Ab zum Lager. Umgeritten hier. Jetzt. Ja, habe ich natürlich das Pferd sehr intelligent geparkt. Ne? Mann, Mann, Mann. So, hier geht das ja nicht. Erledigen wir schon mal. Was war das? So, legendäre Tiere fotografiert. Hat er nicht geklappt, aber da haben wir schon mal die Hälfte von geschafft. Und dann machen wir jetzt mal eben den vergifteten Schwarzgebrannten oder den giftigen Schwarzgebrannten. Dann haben wir die Nummer auch schon mal fertig. Schnell zurück ins Lager. Spenden eben. Den Spaß hier. Und bestellen die Vorräte. Auf dass er arbeiten kann. Hier vorne. Da muss irgendwo ein Pflänzchen wachsen. Habt ihr was gehört vorhin? Da ist es. Dann holen wir uns das andere Pflänzchen, was wir noch auf der Karte haben. Dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Kann sich nur um Stunden handeln hier.
sagen, so weit war das doch gar nicht weg. Ach, hier. Jetzt nicht. Das brauche ich. Ja, dann gucken wir doch erstmal, wo ist die Madame? Aha, da ist sie heute. Genau hier. Tiere betäuben. Nee. Legendäre Tiere fotografiert. Ja, das wird ja hier nichts. Dann fahren wir erstmal den Schwarzgebrannten weg. Schade, hier ist heute auch nichts. Dann war Vogeleier, ne? Das sammle ich ja auch so gerne. Genau, Münzen brauchen wir noch 2 Stück und Vogeleier 5. Da machen wir hier eine Karte für Vogeleier auf. In der Hoffnung, dass sich das hier auch lohnt. Da findet man mal schon mal ein paar mehr. Oh. Was ist das denn da? Na gut. Oh, und hier, ja, dann haben wir, also wenn wir das und das, dann haben wir die 5, glaube ich, schon zusammen. Aber jetzt fahren wir erstmal die Ladung weg. Wenn wir einen gescheiten Käufer haben, ne? Batch is perfect. We can ship it whenever you like. Au travail. Das gibt's doch nicht. Ja, komm. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Das wollte keiner haben, ne? We will be late for the buyers. But do not rush, eh? More speed, less haste, as you say. I tell you something. Back in France, working with my father, we could deliver 200 bouteilles of Calvados in a single afternoon with only a cigarette for breakfast. That was the life mein of Gott. A real bouilleur de cru, eh? Well, do what you can. I trust in you. Drive well. Ja, da haben wir Glück, dass er uns vertraut. So, wo geht's hin? Den machen wir platt. Ja gut. Also. Mein Gott, wir haben es eilig. Sag mal. Da will man hier in Ruhe seinen Schwarzgebrannten ausliefern. Und da habt ihr jetzt was gelernt, ne? Entweder man macht ihn richtig platt oder man lässt es. Ja. Bisschen platt machen ist nicht. Gibt nur Ärger. Immer gleich direkt beseitigen anscheinend. Ne? Also das gilt nur fürs Spiel, nicht fürs Leben. So. Das ist für das Zeug, was ich hier habe, da hat ja letztes Mal schon keinen Käufer, also der Geld bezahlen will, ja. Schade, schade.
Also ich muss auch, das ist hier mit das Langweiligste, was es gibt eigentlich, oder? Wagen fahren. So, da seht ihr es wieder, ne? Das Navigationssystem will geradeaus. Wir wollen links rum. Da können wir uns ja nicht mit aufhalten. Jetzt ein bisschen langsamer. Dass wir nichts von dem teuren Zeug verschütten. Dass sie mindestens 18 Pullen da ankommen. Deswegen hier ein bisschen vorsichtiger. Wieder einer, der hier Bock auf Stress hat, ne? Mann, Mann, Mann. Hat ja keine Steuerbeamten hinter uns her, was ist hier los? Ja gut, so Hasen laufen wir immer ständig vor einem Wagen oder vor das Pferd, ne? Das ist ja auch nicht mehr normal. Schon haben wir ein bisschen Kohle verdient hier. Nicht viel, aber etwas. So, 18 Pullen angekommen. Kohle und Gold verdient. Ja, und da ist es nämlich, ne? Keine 200 Tacken verdient. Also müssen wir gleich zurück. Hier ist eben checken. Nicht, dass hier oben die Münze liegt, die ich dann verpasse. Ne, natürlich nicht. Heute nicht. Ne? Gut, dann machen wir es anders. Und dann holen wir uns erst hier die Vogeleier. Und düsen dann zurück zur Schwarzbrennerei. Kann der Franzose weiterarbeiten und dann kann ich später noch eine Ladung wegbringen und dann haben wir mindestens 200 Tacken verdient. Ja, heute läuft es nicht so rund, ne? Und ihr wisst ja, auf Kopfgeldjäger, ja, habe ich keinen Bock. Ah, die von uns bestellten Vorräte sind eingetroffen. Hier ist heute auch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Nee, heute ist hier echt mal... Oh! Moment, 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 Moment. Ja, was war hier mit dem Kopfgeldjäger? Wie war das? Also, gesuchte Person, das können wir nicht schaffen. Ja, mit verstecken Lasso gefesselt. Na gut, das können wir mal. Von abliefern ist da ja gar nicht die Rede. Wo ist denn der Eumel? Steht denn da rum? Ach, da... You're gonna die, you dumb bastard. Mother of God! Damn it, of course this happens to me again. Ugh.
Oh, Fläschchen hat er auch noch dabei gehabt. Ja gut, nach Strawberry, das geht ja noch. Da will ich jetzt nicht meckern. Dann nehmen wir hier die Zitauereier mit. Ja, ja, bleib locker, dein Kollege. Da haben wir schon mal drei. Dann räumen die Kartenmarkierung weg. Na gut, den können wir eben zurückbringen, das ist ja nicht ganz so weit, ne? Da müsste ich gleich auch mal das Pferdchen füttern, ne? Cocksucking Bastard! Ja, wie ihr hört, die sind immer gut drauf, ne? Die haben immer Bock. Christ on the cross! Aber das ist ja um die Ecke. Das Gold, das Geld. Das müssen wir ja mitnehmen. You gotta be kidding me. Again? Können wir ja auch von hier aus gleich die Schnellreise machen. Throw him in the cell downstairs and we'll get to settling up. Go on. Here's what's yours. Will then. Nicht viel, aber etwas. Franzosen sagen, dass er noch was anschmeißen soll. Hallo? Dann kann ich dann später. Viel später, der braucht ein bisschen länger. Vielleicht mache ich heute mal, weil Samstag ist zwei lange Folgen. What shall we create? Ja, nur vom Feinsten machen wir hier. This will put airs on your face, yes? Na komm, machen wir das nochmal. Good, a fine aroma. I would drink this myself. You are pleased with the profits from that batch, I hope. Nee, zufrieden mit dem Profit sind wir nämlich nicht. Zeug verschenkt für 131 Dollar. So, wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Wo ist denn jetzt mein Pferdchen hier? Herr Schulze. Und eben Herrn Schulze erstmal füttern. Müssen wir eben kurz da oben checken, ne? Ob da noch wieder was liegt. Also erst einmal hier hin. Aha. Ich weiß gar nicht, liegt da hinten eine Münze oder... Was liegt hier eigentlich immer? Jawohl, da haben wir schon die zweite. Ja, und dann werden wir auch noch eine dritte finden. Ohne, dass wir eine Karte aufmachen müssen, denke ich. So, dann haben wir hier. Oh, noch eine Tarotkarte. Die er nicht mitnehmen will, irgendwie. Jetzt aber.
ist auch nix. Und jetzt aber. Da könnte ich ja dann auch vielleicht einen Grizzlybären betäuben, dann können wir ein Tarantonikum selbst herstellen. Aber machen wir hier einen kleinen Abstecher. Doch gar nicht. Kein Vogelei. Es ist unglaublich heute. Nee, aber wirklich nicht, ne? Heute ist hier gar nix. Traurig, traurig. Oh, ein bisschen sehr optimistisch vielleicht. Da unten sind sie. Das war richtig knapp. Aber wir haben jetzt die 5 Vogeleier zusammen. Und damit ist das auch schon mal durch. Was müssen wir noch machen? Okay, gut. 5 Drinks bestellen, das kriegt man hin. Wenn wir da Glück haben, noch ein Hähnchen finden, auch gut. Hier noch 2 Personen mit dem verstärkten Lasso. Ja, Distanz mit dem Lieferwagen, das wird ja nichts. Ein mittlerer Tierkadaver, eine Münze, die die Kohle verdienen. Und bei Naturkundler. Ja. Ja, das sieht so aus, als ob wir noch nichts geschafft haben, aber im Prinzip, das meiste ist vorbereitet. Ja. Könnten wir ja mal. Was machen wir denn? Na, wir gucken mal hier. Das ist ja, während der Franzose arbeitet und auch der Kompagnon. Da können wir ja ein bisschen suchen. Und da unten haben wir schon eine Karte. Warum? Ich habe doch vorhin das Pferd gefüttert, oder nicht? So. Und was hören wir denn da? Habt ihr es gehört? Ich wusste gar nicht, dass das die passende Uhrzeit ist hier für den legendären Bison. Da ist er. Dann machen wir jetzt erst das hier. Dann die Kamera raus. Ja, das wird nicht reichen. Aber wir nicht nah genug dran, oder? Doch, waren wir. Super.
Was ist denn das hier? Ja gut, das Vieh brauchen wir ja nicht, ne? Denn wie ihr jetzt seht, haben wir schon ein bisschen mehr geschafft. Bison ist schon entkommen, ja. So schnell kann es gehen. Dann checken wir mal, ob da hinten noch eine Münze ist. Weil ich habe echt keine Lust, dafür eine Karte zu nehmen, ja. Ach, wo wir gerade hier sind. Ist hier ein Hähnchen. Hier lasse ich doch einen Hahn. So, haben wir das Gold nämlich auch verdient. Since you were through here. All right, take a look. Oh, you got something for me? Hmm. Come across a few of these myself. So. Auch erledigt. To Wagner, nor no one else. Oh, der arme Hund. Das tut mir leid. Noch die üblichen Stellen ab. Da ist die nächste Zielperson. Ist der das? Das war ja einfach jetzt. Oder auch nicht, ne? Sag mal, bin ich zu blöde heute? Ja, bin ich. Das gibt's doch nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch noch die richtige Gegend hier, ne? So, New Hanover, oder? Nach Valentine, ich kann nicht mehr. Ja, komm. Wir wollen mal nicht so sein, ne? Dann checken wir aber trotzdem eben hier die üblichen verdächtigen Stellen für Münzen. Hier am Wegweiser ist nix. Das gibt's auch nicht. Hier ist auch nix. Aber eine Karte. Ja, können wir mitnehmen. Der wird schon nicht einfach so abhauen, denke ich. Und wir haben genug Zeit hier. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der sich jetzt losreißen kann und ich den nochmal fessel, gilt das? Goddamn, you a son of a bitch. Naja, wir liefern den erstmal ab.
Dann schauen wir mal weiter. You dumb bastard. Aber so eine Münze, das wäre es jetzt noch. Na gut, hier Blackwater könnte ja auch noch eine sein. Na super. Seine. Aber noch eine Karte. Ich weiß gar nicht, irgendwann befreien die sich, wenn es zu lange dauert. Das Gefühl hätte was vibriert. Was war das? Ach so. Bevor der hier wach wird. Na, im Hotel ist auch noch was. Aber jetzt. Bringen wir den erstmal hier. Zum Sheriff. Was sagt die Uhr? Ja, 47 Minuten. Ne? You delivered us our outlaw. Put him in the cell and let him... So bin ich. Whatever it said on the poster, it's all right there for you. So, und jetzt gucken wir mal. Moment mal. Ah, von Steckbriefen. Ja gut, man muss auch richtig lesen, ne? Aber hier muss doch noch irgendwo eine Münze rumliegen. Das kann doch nicht wahr sein. So, was brauchen wir denn noch? Drei Dinge noch. Legendäres Tier fotografiert, das hat vorhin nicht geklappt, ich Depp. Dann war das nur die Pheromonnummer. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Ja gut, da muss man sich nicht beschweren. Ne? Das ist, wenn man nicht richtig guckt. Dann machen wir es aber mal ganz anders. Ich mache zwei Folgen. Mann, Mann, Mann. Jetzt gehen wir in Ruhe hier ins Hotel. Dann geht's nach Hause. Dann lade ich die erste Folge hoch. Und dann mache ich nachher ganz entspannt weiter. Ja. Ja, auch gestern und vorgestern keine Folge gehabt. Dann gibt es heute halt mal zwei. Das Pferde sieht auch schon wieder aus hier, ne? Da hat das mit dem Fotografieren mal gar nicht geklappt. Minuten, ne? Aber
Aber 10 Minuten für drei Dinge. Also hier das mit dem Spenden, das wird doch nichts. Wir brauchen noch drei Herausforderungen. Naturkundler, ja, habe ich verpennt. Ja. Schwarzbrenner wird nichts. Sammler, eine Münze finden. Händler, das können wir jetzt hier eben fertig machen. Und große Tierkadaver, das dauert ja ewig. Da brauchen wir noch einen Verdächtigen. Ist da was? Es werden zwei vor. Machen wir ganz entspannt. Hier noch ein mittlerer Tierkadaver. Dann gönnen wir uns mal eben hier was zu essen. Oh, Stufenaufstieg gab es auch noch. Dann holen wir mal hier den Spaß ab. Schatzkarte gibt es auch eine neue. Mal eben das Pferd wienern. Ah, niedergebrannte Stadt, alles klar. Und den Rest machen wir im zweiten Teil. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und dann sehen wir uns im zweiten Teil. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.